Herzlich willkommen zu Blacktail Innocence. Wir spielen den Haunch Version. Dachte mir, ist vielleicht eine ganz coole Idee, den ersten Teil zu spielen, bevor nächstes Jahr jetzt dann der zweite kommt. Ja, das können wir alles so lassen. Spiel ist übrigens sehr gut, ich kann es nur empfehlen. Das Erbe der Deuns. Königreich Frankreich. Rödels, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften bei der Jagd folgen? Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen. Ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. In Ordnung. Dann mal los. Erstmal muss der Hund gestreichelt werden. Strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Welch große Autorität, Ritter Derun. Na los, und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Also, wo war ich gerade? Wir alle haben Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien, deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht, von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal, jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey, warte. Ich hoffe, du hast die Schleuder dabei. Natürlich. Was hat Kiddes gesagt? Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des... heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Retterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, dann holen wir mal die Steinchen. Bereit. Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Du hast 6 Steine dran? Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Dann mal los. 1, 2. Oh. 3, 4. Ich glaube, das habe ich verkackt. 5. Weiter so, Amicia. 6, 7, 8. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9 und 10. Sieh mal eine an. Ich bin wirklich beeindruckt. Aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Oh, ich hab's geschafft, ne? Meine Güte, was hat er denn? Er hat nur einen Arm gebrochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Du bist viel schneller als ich. Bin ja jünger.
Halten zum Rennen gedrückt. Ja. Leon! Warte auf mich! Leon! Erst einmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Darf seinem Jäger nicht davonlaufen! Leon! Wo ist der hin? Ah, da bist du ja! Heute Gruppe. Gewittert. Standchen? Über Himmel. Ein Wildschwein. Braver Hund. Was hier? Hat er was gefunden? Psst. Mannchen. Sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Hm? Es trinkt. Das ist meine Chance. Nein, es hat mich gesehen. Du musst dich anschleichen. Ziel auf seinen Kopf. War doch. Rück es dann weiter runter. Nee. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich versuch's ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist du ja. Dub dich ins Gras. Runter. Ja, runter. Schuss. Lässt dich der Hunger immer so genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein, nein, nein. Schnell, Leon. Nicht die Spur verlieren. Heizt schon mein Grill an, den habe ich schon. Das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht aufgeben, Leon! Ich komme, Leon! Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Das glaube ich da lang. Das Wildschwein. Und zwar über Wasser. Er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Ich dachte, Jagdhunde bellen, und das kann man. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Ach, waren doch bloß die Schuhe. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Das ist das Wildschwein. Aber Leon war das bestimmt nicht. So schnell gefressen haben wir. Was ist er denn? Hier los. Leon, wer war das? Leon! Was ist das für eine Teufelei? Leon. Wir müssen weg. Leon. Sofort! Der ist wohl irgendwie gefressen worden. Das war irgendwie wegen anders gedacht hier. Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Amicia. Er war ein guter Hund. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Ich habe sie noch nicht fertig. Okay. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Gibt's hier irgendwas zu sammeln? Buchen oder sowas? Oh, Mademoiselle Amicia, ihr seid zurück. Theo, es gab einen Notfall. Hol die anderen und sprich so schnell wie möglich mit meinem Vater. Sehr wohl. Oh, ich habe ein paar Ziele für eure Schleuder hinter den Ställen aufgehängt. Oh. Ehrlich? Danke. Kann man da hoch? Tatsächlich?
denn hier? Da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht. Eine Pfeife gefunden. Okay. Kann man Schleuder hier nicht einsetzen? Aber wir haben schon mal ein Geschenk gefunden. Die von Theo erwähnten Töpfe. Wozu habe ich meine Schleuder? Eine Schleuder? Aber ich habe bloß 4 Steine noch. Sind noch Steine? Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die... Kann man gleich ein bisschen üben. Ah, da liegen Steine. Hab ich keine mehr. Hier Stein. Nehmen wir mit. Ach, Leon, wäre ich nur schneller bei dir gewesen. Was auch immer dir das angetan hat, ich hätte es getötet. Mach dir hier? Ja, was arbeiten, nicht dumm gucken hier. Zack, zack. Ein bisschen hier kann man nicht zerschmettern. Lass mal probieren. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Hallöchen. Schneller laufen darf man hier auch nicht. Also hier gibt's nichts. Oh, was ist denn hier? Erschrocken. Muss uns das blöde Schwein da so grunzen. Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Aber wirklich. Ach, da scheint bloß die Sonne so drauf. Dachte ich, das wäre was. Aber was ist hier los? Nimm Leon zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Quatsch. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Ja, mit wem reden wir? Mit der Hände oder was? Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Ist das hier? War nicht da? Nee. Gibt's hier was? Die ist oben, hat sie gesagt, ne? Kann man da hochgehen? Schauen wir doch mal, was es da hinten so gibt. Und kann man da was klauen? Was klauen? Das ist das eigene Schloss. Was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Drohe? Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Ja, hallo. Weißt du, wegen blind bist auf die Augen? Hallo. Vampire? Bin ich in der falschen Story?
Hier geht's um was anderes. Da kann man hoch. Gibt's hier was? Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Schon zwei Geheimnisse gefunden. Auch nicht schlecht. So, was gibt's hier so? Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Echt? Gib her. Aber diese leeren Versprechungen. Okay, dann schauen wir doch mal nach oben. Irgendwie kann man noch nicht viel machen. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise, warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall, ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Ja, das schon muss ja stehen. Wo ist mein Bett? Ach, Leon. Was soll ich ohne dich nur machen? Naja. Wenn jetzt spurlos verschwunden, hätte man wenigstens ein Bettvorliege machen können daraus, aber. Ja, Moment, da ist doch was. Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, okay. Louise. Nichts zu danken, Liebes. Pass gut darauf auf. Ich hab drei Geheimnisse gefunden. Das ist doch immer ganz nützlich, immer ein bisschen runterschauen. Und schauen wir da mal rein. Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch. Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst. Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Wie kann man seinen eigenen Bruder kaum kennen? So. Komm mal nicht hoch. Was? All diese Tränke. Mutter, Mama? Wirst du ihn jemals heilen können? Wie lange ist er schon hier? Mama, bist du da? 4 Jahre? 5? Ja, wo das, ist er? Das... Hugo? Verschlossen. Aber da war auf der anderen Seite noch der. Ich will jetzt noch nicht ins Kinderzimmer reingehen. Ich will da erst mal noch gucken. Ja, toll, die Tür hin aber aufmachen, genau. Dazu, okay. Draußen ist die Hölle los. So, ist hier irgendwas noch? Oder? Was ist der Vorgang hier? Da versteckt er sich bestimmt. Wusste es doch. Ich bin's. Deine Schwester? Amicia. Hallo? Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Du sollst doch die Fensterläden nicht öffnen. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat zwei Männer getötet. Du
Plus zwei. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? Geht an Scheißdreck. In guten Händen. Durchsucht das Haus. Ach du Scheiße. Ist das Mama? Hugo, komm her. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Zum Glück ist er. Scheiße. Versteckt. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey, du. Was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Das Kind geben. Mach ihn in Verstand. War es denn wirklich so schwer? Oh nein. Geht's denn hier runter? Wo muss ich denn hin? Das wird sich leeren. Nein, ich flehe euch an. Hugo ist nicht hier. Hey du, bleib. Komm schon. Ich sag es nicht noch einfach. Halt, wo ist Hugo? Und runter, oder? Wir müssen ja bestimmt raus hier. Amicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Kann ich da weg? Raus? Luis. Nein, natürlich nicht. Hat dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Schnell. Vielleicht schaffen wir es. Wir müssen weiter. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Nein. Ach du Scheiße. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Hör zu, das ist deine letzte Chance. Die lenken die alle schön ab. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Weiß gar nicht, ob ich das so richtig laufe. Da war die Tür vorhin, aber die ist bestimmt. Ah, nee. Oh. Haben wir denn da? Niemand. Wo wollt ihr zwei denn hin? Nirgends. Hat sie erledigt. Oh, Kinder. Können wir sie später irgendwie kuscheln? Ich würde da gern abhauen. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Ja, das kriege ich hin. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Aber leise, ja? Ja, ja. Versperrt die Ausgänge. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama. Was bewegt sie aber? Das sind die nicht. Hey, ich hab noch einen. Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich hab ihm oft welche gebracht. Blum! Mehr hast du nicht zu bieten. Hat geklappt. Sei ruhig. Ich arbeite schon ewig hier. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach wirklich? Du zuerst. Ach du Kacke. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard! Wenn ich größer, dann würde das so nicht gehen. Ach, hör auf, du bringst mich. Lass mich hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. Vorsicht beim Runterklettern. Hier.
Aber Robert der Rühne ist kein Freund. Der Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Ein Stein hier. Vorsicht! Sie sehen uns! Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele, deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Bei der LB gedrückt? Dieses Geräusch! Gut, das gehen wir. Von da drüben. Okay. Au, mein Kopf! Atmen, Hugo, wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist mit dem Jungen? Er versteckt sich, aber Senior Nicolas ist... Jetzt? Will er dahinter werfen, oder was? Oder wie? Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Ich hab... Komme gleich wieder. Komm lebend wieder. Wir brauchen dich hier. Da haben wir mal einer. Wir kommen nicht weiter, Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Gute Neuigkeit. Ich wollte einen Topf. Ach, RB. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Irgendwo versteckt ihr immer ein paar Münzen. Haltet zum Ziel RB in Brücke RT, um einen Topf zu werfen. Das Geräusch. Ich nehme das sehe ich mir besser an. Los jetzt. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Halt meine Hand gut fest. Fängt das Pissen an. Gut oder schlecht? Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, stimmt. Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Ja, diskutiere das erst mal aus. Das ist schon logisch. Und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Nur Mut. Gut gemacht. Da ist jemand. Nimm meine Hand. Los. Ich bin gleich wieder da. Alles gut, Hugo. Ja. Gnade. Warte. Wer um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Kommt mit. Macht den ganzen Tag nichts anderes. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Ein Anfall. Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen. Mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein... So ist es gut, langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo. Ich ja, glaube klar. Schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Bist fertig? Du kannst herkommen. Ich komme. Okay. Schleichen lieber bitte. Wo ist die jetzt hin? Ja. Okay. So geht das. Ja, danke. Bitte, bitte. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Ja, aber ich hab doch schon einen Topf, oder nicht? Ich hab doch vorhin ein Ei gesammelt. Nichts. Hier lang. Bis hier lang. Ach, da lang.
Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut. Überlass das mir. Ich will... Was zur Hölle war das? Guck doch mal nach. Los. Na gut. Verpiss dich. Jetzt. Bloß noch zwei Steine. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Zu schrecken. Hier entlang. Folgt mir. Versteck dich! Schnell! Oh oh. Madame! Sie kommt! Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen! Du brauchst mich nicht, Amicia! Du bist... Doch, ich brauch dich! Ich brauch dich! Zu Laurentius. Mutter, nein! Oh Gott. Hugo, komm mit. Schnell. Tötet die Schwester, den Jungen auch Soldaten. Hier lang. Was ist los? Wo ist Mama? Ob das so günstig ist, da mitten drin zu rennen? Hör doch mal auf mit, mit der Scheiße hier. Scheiß auf den Boden. Ich hab keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Ja, los, ey. Komm ich an den vorbei? Das sind wir schon mal in Kapitel 2. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Ich glaube, das ist jetzt vollkommen egal. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Okay. Ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hier die Folge und erkunden hier die Gegend in der nächsten Folge. Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye. Heute Abend speisen wir wie Könige, das verspreche ich. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Oh nein! Schnell, Leon, nicht die Spur verlieren! Das gute Wetter wird sich nicht halten. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Mutter? Bleib hier, bei deinem Bruder.
Los, mach schon! Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? Amicia! Ihr versteht es nicht. Geht, solange ihr noch könnt. Tötet die Schwester, den Jungen brauchen wir lebend. Musst ihn beschützen. Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Ich kenne dich, Amicia de Rouge. Du hast ihn getötet. Ich wollte das nicht. Die Erde bebt. Amicia, der Boden bewegt sich. Tut mir leid, dass ich krank bin. Nein, nein, nein.